Oder sollte man damit wirklich warten, bis das im roten Bereich ist? Ja, ich würde es einfach machen. Um zu sparen. Ja, ja. Muss man nicht so oft in irgendwelche Kauffallen reinnehmen. Okay, dann können wir weiter. Okay. Funktioniert das hier eigentlich auch mit den Wasserflaschen am Teich auffüllen? Nee, das... Also, ich kenne den Mod leider nicht. Aber im alten DC hat das nicht geklappt, glaube ich. Hat man die Wasserflaschen dann aufgefüllt gekriegt? War doch am Teich, oder nicht? Nee, am Brunnen? Nee, das ist in der Standalone. Ich bin verwirrt. Sollte vielleicht mal eine Waffe ziehen, ne? Ja. Weiß nicht, ob die Shotgun ist, glaube ich, günstiger für diesen Fall. Ich guck mir gerade schon mal die Lage an. Wie gesagt, diesmal müssen wir dann aufgrund der vielen Spiele dann auch einiges taktischer Clubs. Was hast du gerade gefressen? Painkillers, weil mein Charakter so stark zittert, dass ich leider gar nichts mehr kann. Wie es das angehört hat hier im Ingame mit den Sounds, das war ja lustig. Wie hat es sich angehört? Ich hab's nicht gehört. Hey, hey, hör doch auf, stopp! Oh. Aha, du bist tot. Ja, das ist ein bisschen kacke, wenn die in Sidechat reden. Was war das gerade? Das war der Sidechat. Hey, hey, hör mal auf mich zu schießen, das ist ja nicht der Sinn vom Spiel. Bin ich eigentlich noch in Direct Communication? Ja. Das ist sehr gut, ja. Oh, die Musik, ne, das ist so atmosphärisch, das ist echt hart. Rennen oder? Komm, oben ist Spieler, oben ist Spieler! Oh, ja, ja. Hier bleiben, hier bleiben. Warum schießt du? Ah. Fuck, ich darf mit dem. Ich auch nicht, leider. Lol, der ist aber auch sehr, sehr. War vielleicht nicht so gut gleich direkt schießen, weil. Man das recht gut hört. Ins Haus unten rein und gucken, ob er da irgendwo rauskommt oder hier bleiben. Kannst du gerne ins Haus rein. Zombie neben dir, Zombie neben dir, Zombie neben dir. Was war mit der Waffe los? Die hat übelst. Hä? Ich kann mit meiner Waffe wieder, wie gesagt, nicht zielen. Das geht nicht. Der wird noch da drin sein, ne? Alter, er ist wieder runtergegangen halt. Ja, ja. Oh, ich wurde erschossen. Von und? Hinter mir. Hinter uns ist jemand. Hinter uns. Jo, ich wurde von direkt von hinten erschossen. Das ist krass. Ja, da war kein. Aber ich wurde zumindest von da erschossen. Bist du dir sicher? Ja, und mit der Macke rauf. Das heißt, du musst sehr nah dran gewesen sein. Wie gesagt, da steht überhaupt keiner. Jo, doch, da steht er. Da ist er, da ist er, da ist er. Alter, what the fuck? Na ja, gut. Okay. Hat er dich auch? Nee, ich bin bewusstlos. Der hat mich bloß einmal getroffen. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich den Typen getroffen habe. Okay. Ja, okay, jetzt sind meine Knochen gebrochen, jetzt bin ich tot. You're dead. Jetzt war ich gerade in diesem Magma-Raum drin. Ja, ich auch. Ich hoffe mal. Okay, ja, so viel zum Thema PvP. Ja, das nächste Mal, ich weiß nicht, mir war echt danach, als würde aber ich habe noch, glaube ich, noch nie, dass es ja kein Zielkreuz gibt, ne? Ich habe, glaube ich, mit der Dingens noch nie über Kim und Korn geschossen, mit der Bell. Ja, mit Lily Enfield. Mhm. Naja. Ja, okay. Mach. Oh, das war's von der See. Das war's. Ja, das war's. Bis dann. Ich sehe einen Leuchtturm. Ein Leuchtturm ist hier gespawnt. Ich stehe direkt. Skript aus. Ja, ja, das ist immer. Ich bin direkt neben meiner Scheune hier. So, jetzt bin ich wieder an dem Hotel, wo wir vorhin. Okay, ich bin hier auf der anderen Stadtseite. Okay. Ist das eine Scheune? Ich räume da erstmal kurz die Scheune aus. Ah, der Kill war echt krass, ich komme daran immer noch nicht klar mit der Makarov, direkt One-Shot. Nö, ja, der Typ hat so wirklich Skill gehabt, ich meine, der hat mich von da hinten, hat er mich auch sofort getroffen, der wusste nicht, wo ich stehe. Tauchte da auf einmal irgendwo auf. Die Mutter macht mich schon wieder fertig. Aber. Zombie aus, Mann! So. Na toll, jetzt finde ich hier Sachen wie Jet. Oh, oh, ich habe mir nicht die Knochen gebrochen, das ist aber seltsam. Wurde nachher angezeigt dann. Ja, weil ich gerade. Du findest nur so Sachen wie was? Jetzt habe ich eine Jerrycan gefunden. Ah ja, okay. Aber die nehme ich jetzt nicht mit, weil ich weiß gar nicht, wo ich mir hinstecken soll. Boah, ich habe hier gerade so mega Schiss rumzurennen, ne? Das glaubst du gar nicht. Mhm. Ach, so ein Ereignis hat man immer so. Will man einfach am liebsten in so ein Haus setzen und dann einfach warten. Ja. Bis der Typ weg ist, aber irgendwie
Ja, langweilig, wa? Ja, das machen wir nicht mehr. So, da ist Hotel Nummer 2. Ich jetzt direkt davor. Hast du im Hotel was gefunden vorhin? Ja. Waffenmäßig auch? Nee, aber so Rucksack und so Sachen. Ach, natürlich haben wir vorhin die Enfield da gefunden. Ich blute schon wieder. Gut, das ist mein Tod, weil es gibt hier keine. Du hast eine Bandage mit? Ja, aber eine habe ich schon benutzt. Ich habe mir natürlich beim ersten Hit wieder geblutet. Ja. Ich versuche mich jetzt hier irgendwie umzubringen. Gut, hier gibt es irgendwie nichts. Lauf! Batterie. Jetzt hat's geklappt. Jetzt bin ich wieder bloß ohnmächtig. Jetzt kommen hier die krassen Schreie. Bei mir kommt immer gar kein Schrei, ey. Ja. Ich habe einen Kompass gefunden und 245 ACP. Ach ja. Aber wenigstens knabbert ein Zombie jetzt gleich dran rum, dann bin ich wenigstens gleich ganz tot. Mal gucken, was das krasse Bild wieder kommt hier. Der frisst irgendwas aus mir raus. Das würde ich auch gerne mal sehen. Das Bild. Ich glaube, da muss mich leben dazu. Ich bin ja jetzt ein Lieblingszustand aus Standalone Daisy. Ja, was? Jetzt mach tot. Danke. Hui, ja, ich war auch wieder in einem Vulkan drin. Ja, okay, aber es kam nicht diese Lebensanimation. Nee. Diese. Nee. Das ist so toll, dass man, wenn man tot ist, auch diese Abortzeit hat. Das ist so sinnvoll. Das ist. Cool, so. Ja. So, hier oben liegt jetzt bloß noch. Pallets für die. Für die Shotgun und Makarov-Munition, so das war das Ganze, was hier drin war jetzt in diesem doch wirklich sehr ergiebigen Haus. Das ist sehr viel. Ja, das ist hammer viel. Hier unten liegt, das ist jetzt der Riesenrucksack, der hier liegt. Du hattest dieses Megateil dann, was du vorhin hattest. Nee, das heißt, zurück und nochmal gucken, ob man das snacken kann. Take Chest Backpack, das ist jetzt mit Tarnkamouflage sogar schon drauf. Das ist Tschech. Das ist noch größer. Nee, das ist aber kleiner als das Alice Pack. Ich habe vorhin kein Alice Pack gehabt, das war auch bloß das Chess Pack. Stand ganz groß daneben. Echt? Jo. Vom Skin her, den du bei mir hattest, sah es aus wie dieses Riesen-Pack. Ne. Habe ich, noch einen Kompass und eine Uhr gefunden. Und. Ja, jetzt renne ich wieder hinten raus. Kannst du deinen Ort irgendwie beschreiben? Siehst du die Kirche von da aus, wo du bist? Ich bin ja tot. Ich kann dir gerade gar nichts beschreiben. Ach so, nein. Ja. Oh Gott. Wie gesagt, dieses One-Hit-Sofort-Blut ist natürlich ganz klasse. Das ist ein bisschen schade. Das macht das Spiel gerade schon wieder so ein bisschen. Aber. Kaputt. Aber, wenn man hier keine Ausdauer hat. Hier, so, jetzt habe ich hier noch eine Bandage. Was ist denn jetzt los? Ich hatte ein Haar in der Maus, weil die Maus wieder so rumgespackt. Boah, ich drehe jetzt hier bei uns ultra los gerade. Okay. Batterie, ich habe hier vorhin irgendwas gefunden. Da stand eine Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ich dumm bin oder ob ich das. Macht mein Charakter Autolauf? Ja, das war bei mir auch so. Ob ich dumm bin oder ob das wirklich so war? Wir kriegen das weg. Ja, gar nicht, einfach wieder gegensteuern. Kann ich nicht, ich kann damit bloß lenken. Achso, jetzt einfach bloß wieder loslaufen. Ja, ich habe jetzt eine Tusse mit Tarnklamotten, ne? Ja. Damit so. Da als. Oh, ich bin direkt an den Ort, wo sie uns für einen weggesnackt haben. Soll ich mal den Runner machen, gucken, ob die noch da sind? Was du möchtest. Da, ich sehe meine Leiche. Ich bin jetzt direkt in der Kirche. Meine Leiche liegt direkt neben dem Haus. Das hat mich so angekotzt, dass ich die nicht getroffen habe. Ich habe die Meilen darüber geschossen. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder auf dieses Armor-Aiming klarkommen. Ich meine, dann Armor 3 und das Standalone ist das ja noch ein bisschen anders. Ja. Der Puls steigt. Das Gute ist, verlieren kann ich jetzt halt einfach nichts. Ja.
Und jetzt sind halt auch erst Zombies gespawnt, als ich rankam. Und die waren nicht da wie vorhin. Und diese Glocke. Also, muss man sich das merken, dass es. Wenn du deine Lee Enfield oder sowas vielleicht wieder einsammelst, wenn der Typ das nicht weggesnackt hat, hätte ich dann direkt noch Munition dafür gefunden. Hier liegen zwei auffüllbare Wasserflaschen. Kann man die stacken? Ja, nee, oder? Nee, kann man nicht. Gut, aber das war jetzt in der Kirche drin. Ich verpiss mich jetzt mal von der Kirche hier in den Wald rein. Alter, der hat gar nichts mitgenommen, das ist ein bisschen komisch. Ja, warum? Der hatte hundertprozentig schon was. Ich bin jetzt wieder an der Feuerwache. Open Alice Pack, schnell das ganze Fressen rein. Oh, schneller. Da vorne ist die Scheune, wo wir. Das Gebäude, wo wir vorhin gestorben sind. Dürfte theoretisch gleich ein Server Restart sein. Wegen? Nö, ich dachte alle 2 Stunden. Vier, oder? Da steht ein rotes Feuerwehrauto auf der Straße. Und ich komme jetzt genau auf das Gebäude zugerannt, wo wir beide vorhin gestorben sind. Okay. Du bist oben links im Wald, ne? Da sehe ich dich rumrennen. Du rennst gerade geduckt durch den Wald? Ich stehe jetzt am Baum. Jetzt stehst du hinterm Baum. QE. Wie QE? Ja, wackel nicht so komisch rum. QE. Warte, ich sehe es gerade nicht. Ja, mach nochmal. Ja, machst du. Jetzt machst du gerade gar nichts. Jetzt drehst du dich um. Ja, guckst okay. In eine andere Richtung von mir weg. Passt, sehr gut. Soll ich jetzt zum Haus rennen oder ja nicht? Warte mal. Sortier gerade um und dann gehen wir zum Haus rein. Ja. Kannst du vielleicht meinen Rucksack nehmen? Ich hab mein Alice-Pack hier. Ah, okay. Ich hab einen Zombie am Arsch, jetzt muss ich den Runner machen hier. Komm jetzt seitlich an das Haus rangerannt. Ja, ich seh dich. Oder? Laufst du gerade auf mich zu? Ja, ich laufe auf dich zu, jetzt laufe ich wieder ganz normal aufs Haus. Ich muss nur so laufen, damit ich nicht gleich wegsnack, weil ich laufe mal gerne so hier. Damit er nicht direkt eine gerade Schussbahn hat. Da kommt wieder ein Zombie mit dem Arm in der Hand. Ja, hier sind die Tarneinschlag doch ein bisschen krasser hier von denen. Da bist du vor mir direkt? Ja. Ach du Scheiße, liegt meine Leiche natürlich genau hier draußen. Die werden nicht mehr hier sein, das ist ja kein. Weißt du, was wirklich geil ist? Oh, die haben sich hier drin nochmal gekillt. Hier liegt noch eine Leiche drin. Da, wo ich gestorben bin, steht ein Kreuz. Ja, genau. Ja, okay. Da liegt aber nichts mehr von mir. Lol, hier liegt ja alles voll mit Zeug. Wir sollten jetzt besser nicht ballern. Liegt eine Bandage für dich. Oh, hier ist einer drin. Oder bist du das? Ich bin's. Also hinten links. Wo hinten links? Im großen Eingang hinten rein? Im großen Eingang, ja, genau da. Okay. Hier. Da ist noch einer. Lalala, der steht direkt um die Ecke. Chill. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Ja. An dieser Stelle nochmal ganz kurz Stopp. Hier könnt ihr im Hintergrund sehen, wie Billy von links nach rechts läuft. Und das in einer epischen Zeitlupe, was für bei mir zu ziemlicher Verwirrung sorgte. Ja, wie oft soll ich den denn noch in die Fresse schießen, sag mal? Ich hab nur noch einen Schuss. Wo ist er denn? Der rennt jetzt raus. Nein, ich bin das hier. Das bin ich jetzt hier. Nee, der steht doch rechts neben dir, sag mal. Ja, ich hab keine Munition mehr. Blut so wie so ein Tier. Ich bin im Haus drin, immer noch in diesem ganz großen Raum. Ja, aber wer von denen bist du, hast du gehört? Ja, das bin ich. Und wer ist das hier? Das ist der andere Typ. Nicht das. Er hatte es ja gesagt, er sei es nicht. Also, nochmal in Zeitlupe, weil es so schön fail war. Hä? Der links von dir. Hä? Was ist jetzt los? Jetzt bin ich. Hä? Achso, ich hab jetzt einen Bandit-Skin, lol. Ist der jetzt auch tot wenigstens? Ja. Hä?
Hä? Du hast mir gerade abgeballert, du hast mir gerade einen Header gegeben mit deiner. Ja genau, weil du gesagt hast, nicht der, der andere. Also? Naja, du hast auf mich geguckt, habe ich gesagt, nicht ich, sondern der andere. Links von dir ist jetzt aber bewusst. Ich bin da wieder hingerannt. Scheiß drauf. Ich bin ja da direkt wieder. Ich war, ich, das... Aber der andere Typ, den musst du jetzt immer noch abschießen, ne? Nee, der lebst, ist der ist ebenfalls tot. Ach, der ist ebenfalls tot. Okay, na dann läuft. Das ist nicht so schlimm. Wenn du mein Zeug saven könntest, das wäre noch ganz nett irgendwie. Ich war verwirrt, weil hä? Und weil du den nicht gesehen hast, weißt du, das war das genau. Problem. Ich dachte, das ist bloß ein Spiegelbild, da stand er bloß rechts in der Ecke von dir. Ja genau, der stand in der Ecke von mir, ich hab den gar nicht gesehen, den Typen. Der hat sich gerade verbunden, weißt du, in der Ecke. Okay. Und ich hab mich auch verbunden, deswegen konnte ich gerade nichts machen. Ich hab keine Munition mehr gehabt, ich hab eigentlich für die Makarov unendlich Munition aufgesammelt vorhin, irgendwie 6-7 Paar, aber irgendwie konnte es nicht nachladen. Warum werde ich grundlos abgeknallt? Was? Was weiß ich. Du hast ja auch auf uns geschossen. Ich wollte gerade sagen. Ich hab den am Anfang vorhin gar nicht gesehen. Auch wo du gesagt hast, guck mal, der steht direkt neben dir, habe ich den auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dich am Ende jetzt noch einmal gesehen. Ich war halt ultra verwirrt, wer das jetzt war, weil du gesagt hast, das sind noch zwei andere Typen. Wusste ich halt gar nicht, um was geht. Und der Typ kam reingerannt und ich habe den 6-mal in den Kopf geschossen. Du siehst ja von den Dinger ein. Ja, ich auch. Ich habe den, weiß ich nicht, wie oft in die Fresse geschossen. Also das ja, war genau. Sehr merkwürdig. Ich wurde halt einmal getroffen und war dann tot. Das war bestimmt wie gesagt, wenn ich das spawne, ist es halt scheißegal. Jetzt habe ich einen Bandit-Skin, glaube ich, oder was? Oder ist das ein Hero-Skin? Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht der voll scheiße aus. Wenn ich jetzt hier noch spawnen könnte, wäre das echt geil. Aber das irgendwas war mit denen nicht richtig, weil, Der hat sich verbunden in der Ecke. Der hat ja ultra geblutet, der Typ. Ja, aber ich so oft, wie ich den getroffen habe, auch. Ach so meinst du das, ja gut, das... Oder hatte schon so eine Schussweste gefunden, das weiß ich nicht. War doch der Charakterstandard, den ich auch hab, glaube ich. Gibt's sowas als Standard, ja? Wohl, nee, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Wobei mir die schusssichere Weste drin ist, ist mein Slot auch leer gewesen. Ich hab dann den gleichen Charakter gehabt wie der, das war jetzt auch das Problem noch. Ja, wie gesagt, wir müssen den gleichen Rucksack, glaube ich, das hat mich schwer irritiert. Wir müssen noch ein bisschen reinfinden. Nein, er hat halt meinen Rucksack von vorhin genommen, weißt du, das war halt genau der gleiche. Ja, ich hab's nicht geblickt. Vor allem, wo der dann beide in der Ecke stand und du hast den anderen nicht gesehen. Ja, genau. Dann sagst du zu mir, ist der andere, dann knallt ihr natürlich den anderen ab und dann warst du doch du. Ja, das war ein bisschen kacke. Passt schon irgendwie. Also auf jeden Fall sind sie schon mal beide tot und werden vielleicht aus Angst einfach nicht mehr das spawnen, weiß man ja nicht. Das weiß ich nicht, oder der will seine Leiche wiederholen. Ja, kriegt er nicht hin. So, ein 7. So, jetzt bin ich wieder an 7 gespawnt. Also geht mir jetzt hier alles auswendig, ey. Genau da, wo ich vorhin auch gespawnt bin, okay. Aussieht, ey, mit dem. Was denn? Jetzt weiß ich nur nicht, aber ich glaube, das ist ein Hero-Skin. Das heißt, den Typ, den ich erschossen habe, der war. Naja, Bandit, der hat uns ja vorhin schon erschossen. Ist ja klar. Ich wollte sagen, ja, genau. Das heißt, ich habe nämlich gute Punkte bekommen. Ich habe nämlich mehr bekommen und einen Adler und so ein Sternchen. Das heißt, ich habe eine gute Tat gemacht, glaube ich. Okay. Je nachdem kriegst du halt auch einen anderen Skin dafür. In meiner Sicht ein bisschen kacke aus. Bringt dir das dann noch irgendwas, oder? Ja, du kannst halt Hero und. Bandit-Häuser kannst du halt bauen. Ah ja, okay. Das ist, glaube ich, auch schon alles. Gibt den Sinn. Hier ist einer gestorben. Hier liegt eine Shotgun rum. Eine Makarov. Makarov-Munition und Painkiller. In so einer Scheune, weißt du? Ist ja auch voll der Fight-Ort hier. Aufpassen. Hier oben liegt was drin. Back of
Also, Sack Zement liegt hier drin. In der Scheune oben drin. Direkt an der Küste unten. Also, es ist noch ein bisschen vor 7 sozusagen. Ein Stück vor 7 bin ich gespawnt. So wie vorhin. Ein Kilometer nach 7 ist es jetzt noch. Hier ist eine Jerrycan, die nehme ich gleich mal mit. Hier ist auch eine, könnt ihr eigentlich auch mitnehmen. Und hier oben ist ein Seil, wofür braucht man ein Seil? Weiß ich nicht. Rope, okay. Altes Seil, vielleicht kann man damit jemanden fesseln. Nee, das geht hier nicht. Hier hinten liegen nur noch Flares rum und empty Water Bottle.